Schön, dass du wieder reinschaust. Heute möchte ich euch zeigen, wie man selber Käse zu Hause herstellen kann. Das wird eher ein Frischkäse. Wir müssen halt klein anfangen, wenn man noch gar keinen Käse gemacht hat, dann ist so ein Frischkäse eigentlich am einfachsten. Und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, was man dafür braucht, was für Zutaten, was für Werkzeug, dann bleibt einfach dran. Dann zeige ich euch schon mal das ganze Arsenal an Werkzeug, wo man zur Verfügung haben sollte. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal die Sache an und Action! Hier haben wir alles auf einen Blick, was man für Käse machen zu Hause braucht. Natürlich als erstes die Milch, das ist Vollmilch, 3,8% Fett. Und ja, sollte schon ein gutes Produkt sein, weil wir wollen auch leckeren Käse haben. Und da sollten wir eigentlich schon gute Produkte nehmen, wenn man schon selber macht. Als Kultur nehme ich Sauerrahm einen Becher. Und hier habe ich das Lab. Das ist ein richtiges Lab. Es gibt natürlich Lab auch noch in Tablettenform oder in Pulverform. Das hier muss man natürlich ganz, ganz gut dosieren. Steht auch drauf, muss man genau abmessen. Und man muss sich ja ein paar Dinge halten. Aber da kommen wir noch dazu. Würzen tue ich den Frischkäse mit Paprika, Knoblauch, etwas Pfeffer und Salz. Und hier das Werkzeug. Das muss natürlich wirklich sauber sein. Da müssen wir auf Sauberkeit achten. Das ist oberstes Gebot, wenn man Käse selber macht. Auch sonst, wenn man Käse macht natürlich. Und ich nehme hier eine Schöpfkelle, einen Thermometer, der ist ganz wichtig, ein Messer und hier einen Schaumlöffel. Das sind natürlich nicht die ganz typischen Werkzeuge, die man in einer Käserei findet, sondern das sind die Dinge, wo man zu Hause hat und auch gut einsetzen kann zum Käse machen. In das Sieb, da tue ich nachher den Bruch rein, hat schöne Löcher, fließt auch gut nachher die Molke ab und den Eimer, der passt hier gut rein. Den fülle ich nachher mit Wasser, das sind 5 Kilo, dann habe ich auch ein gutes Gewicht, um die Molke voll rauszupressen. Und der Bruch kommt in eine frische Windel, die wurde natürlich noch nie für irgendwas anderes benutzt. Und jetzt gehen wir an den Herd und erwärmen mal die Milch. Und los geht's. Die Milch wird in einem Topf erwärmt, der einen passenden Deckel hat. Und jetzt fülle ich da mal die Milch rein. Setzt sich Rahm oben ab. Das ist hier jede Menge. Da muss ich mal mit dem kleinen Löffel muss ich unterstützen. So. Okay. Lass ein bisschen drin. Mach aber auch schon den Herd auf niedrigste Stufe mal an. Mach die Flasche wieder zu. Schüttel das gut durch. Und den Rest reinschütten. So, jetzt kommt die nächste Flasche rein. Auch da hat sich Rahm abgesetzt. Hier sieht man das. Das ist ein richtiger Pfropfen. Und das mache ich mit einem kleinen Löffel. Löse ich das. So, zack. So, und fülle das auch rein. Lass wieder etwas in der Flasche drin, schüttel die kräftig, dass sich alles löst und rein damit. Jetzt ist die Milch komplett im Topf, das sind 5 Liter und die lassen wir jetzt langsam warm werden. Natürlich müssen wir jetzt ständig rühren, damit es unten natürlich am Topf nicht ansetzt, am Topfboden. Das Thermometer, das muss ich jetzt hier natürlich befestigen, sonst muss ich es immer festhalten und das ist mir zu mühsam. Und das mache ich so, ich spanne hier über den Griff einen Gummi, einen ganz normalen Gummi, nehme eine Seite von dem Gummi und hänge hier so den rein und da drunter tue ich einfach nur so einen Pfannenwender drunter spannen. So, und dann hebt das. So sieht jetzt unsere Apparatur aus. Und jetzt warte ich, bis wir ungefähr die 36 Grad haben. Nach ungefähr 15 Minuten ist die Temperatur der Milch schon auf
27 Grad angestiegen und immer wieder rühren. Wie man jetzt auf dem Thermometer erkennen kann, sind wir ungefähr bei 35 Grad. Und wenn ihr das auch auf einem Elektroherd macht, solltet ihr jetzt auch abschalten. Durch die Restwärme wird das sonst viel zu heiß. Das wird jetzt nämlich immer noch ein bisschen wärmer, 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 weil die Restwärme hier noch wirkt. Es sind so gut wie 35, 36 Grad. Und jetzt stelle ich mir auch eine Uhr. Und die Uhr stelle ich jetzt auf eine Stunde. Und diese Temperatur ungefähr, also zwischen 32 und 38 Grad, die sollten wir jetzt eine ganze Stunde durchgehend halten. So, jetzt kommt unser nächster Schritt. Jetzt tun wir den Sauerrahm in etwas Wasser auflösen. Dazu tue ich ihn erstmal in eine Schüssel. Ihr könnt natürlich auch Naturjoghurt nehmen. Das geht genauso. So, jetzt fülle ich den Becher, wo der Sauerrahm drin war, mit kaltem Wasser voll. Und jetzt rühre ich in den Becher ein bisschen rum, dass sich an den Innenwänden noch dran ist, sich auch auflöst. Und das schütte ich zu dem Sauerrahm dazu. Und verrühre das, dass sich das da auflöst. So, das wäre jetzt vorbereitet. Und das gebe ich jetzt zur Milch dazu. Wie man sieht, ist die Temperatur noch etwas angestiegen, obwohl der Herd komplett ausgeschaltet ist. Und dazu kommt jetzt der Sauerrahm. So, mach den Herd wieder auf kleinste Stufe. Gebe ich wieder ein bisschen Temperatur, aber auch nur ein paar Minuten. Und immer rühren. Wie man sieht, ist die Temperatur jetzt etwas runtergegangen. Aber wir sind komfortabel über der 36 Grad. Wie man wieder am Thermometer erkennen kann, steigt die Temperatur wieder. Und jetzt schalte ich den Herd wieder aus, dass uns das nicht zu arg über die 40 Grad geht. Die Stunde wäre nahezu vorbei. Und jetzt müssen wir um unser Labextrakt kümmern. Und das müssen wir stark in Wasser verdünnen. In dem Behälter ist Lab drin für 1000 Liter Milch. Und wir können das hier jetzt in die Milch nicht tropfenweise reingeben, sondern wir müssen das verdünnen. Unbedingt. Wie schon gesagt, steht auch drauf, wie viel man braucht. Und ich mache das so. Habe das ausgerechnet. Ich brauche 1,25 Milliliter. Und das mache ich mit einer so Einwegspritze. Die habe ich mir auch in der Apotheke gekauft. Und das lässt sich damit wirklich sehr gut dosieren. Auch das muss man sehr, sehr steril halten und vor allem kalt. Also das Labextrakt, das muss unbedingt im Kühlschrank gelagert werden. So, jetzt zapfe ich mir das mal ab. Das kommt jetzt hier dazu rein. So, da rühre ich jetzt mit einem kleinen Löffel, damit das Ganze wirklich gut verteilt ist in dem Wasser. Wie man sieht, haben wir jetzt noch 38 Grad. Das hat auch geschwankt zwischen 36 und 38 Grad. Das ist ideal. Und jetzt kann ich das abbauen hier. Den Thermometer brauche ich jetzt nicht mehr. Und jetzt kommt das Lab dazu. Hoffentlich bin ich nicht mit meiner Hand im Weg, dass man auch was sieht. So, und jetzt gebe ich das hier rein. Muss ich aufpassen, das ist ein bisschen ungeschickt, das Gefäß. Und rühre das hier in die Milch. So, jetzt eine halbe Minute bis eine Minute rühren, dass alles gründlich verteilt ist. Ich habe jetzt meiner Meinung nach lang genug gerührt. Das Lab dürfte jetzt gut
in der Milch verteilt sein. Mach den Deckel drauf. So, und das darf jetzt, ohne groß erschüttert zu werden oder gar gerührt, man darf jetzt nicht mehr rühren. Minimum, so mache ich das, eine Stunde bis eineinhalb Stunden lasse ich das jetzt stehen. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze aussieht. Jetzt sind genau 75 Minuten vorbei, so lange habe ich das ruhen lassen. Und jetzt decken wir das mal auf und schauen mal, wie fest die Masse geworden ist. Also wunderbar. Und jetzt können wir die Masse schneiden. Mit einem Messer schneiden wir das jetzt erstmal so. Jetzt schneiden wir mal so rum. Jetzt sieht man auch schon den Bruch. Wunderbar, schaut das aus. So, dass es jetzt natürlich nur Säulen sind, ist ja klar. Und um das ein bisschen feiner zu bekommen, schneide ich jetzt schräg rein. So. Je kleiner der Bruch ist, umso fester wird nachher unser Käse. Drehe ich mal den Topf. Schneide einfach mal so rein. Schau, dass ich relativ kleine Stücke am Schluss habe. So, ich glaube, das reicht jetzt. Jetzt ist der Bruch klein genug. Und jetzt bereiten wir mal die anderen Dinge vor, weil eine Weile sollte der Bruch hier sowieso ruhen. So 10 Minuten, Viertelstunde, schadet nichts. Und jetzt schneide ich die Zutaten klein, mit dem ich den Käse würzen möchte. So, diese Größe hat jetzt der Bruch. Und das ist für den Zweck, was für einen Käse ich machen will, ideal. Jetzt habe ich hier mein Sieb, mein Edelstahlsieb. Das sieht so aus, das ist das hier, das habt ihr vorhin ja gesehen. Da habe ich die Windel jetzt reingepackt, habe sie gut ausgelegt und da schöpfe ich jetzt den Bruch rein. Jetzt tue ich einfach den ganzen Inhalt vom Topf da reinschütten. Und jetzt kommen meine Gewürze rein. Das ist die klein geschnittene Paprika, die habe ich in so ganz kleine Stücke geschnitten. Und zwei Knoblauchzehen, die tue ich jetzt dazu rein. Weil ich möchte ja auch einen Geschmack in dem Käse haben. Ihr könnt natürlich auch ganz einfach nur Kräuter nehmen. So, das rühre ich jetzt da ein bisschen rein, dass sich das gut verteilt. Salz ist ganz wichtig. So ungefähr 10 Gramm und ganz grober Pfeffer. So, das ist meine Geschmacksrichtung, die ich mag. Nochmal alles schön reinrühren, dass alles schön verteilt ist da drin. Jetzt nehme ich das Ganze mal in die Hand, das Tuch. So, presst das etwas aus. Die Masse ein bisschen kompakter wird. So, rein damit. Ja, so. Verteile das Tuch oben ein bisschen gleichmäßig. Meinen Eimer, den stelle ich da rein, der passt wunderbar da rein. Den fülle ich jetzt voll mit kaltem Wasser. So, gut. Stelle ich jetzt mal
Und so lasse ich das jetzt noch mal eine Viertelstunde stehen. Da läuft noch einiges an Molke raus. Und dann drehe ich den Käse im Sieb um. So, jetzt waren wir gute 10 Minuten gepresst. Jetzt packe ich das mal aus. Kommt da schon auch etwas in Form. Mal um. Jetzt lasse ich das Tuch weg und lege nochmal da rein. So, dann schaut das so aus. Und jetzt stelle ich den Eimer wieder drauf. Das mache ich nochmal, auch nochmal 10 Minuten. So, nach nochmal 10 Minuten in der Form, besser gesagt im Sieb, habe ich ihn jetzt rausgenommen und jetzt tue ich ihn oben etwas einsalzen, werde ihn jetzt wenden. Kommt jetzt nochmal etwas Salz drauf. So, schaut jetzt unser Käse aus. Ich finde ihn wirklich lecker. Es war auch nicht schwer, den Käse selber zu machen. Jetzt kann ich nur noch viel Erfolg wünschen und selbstverständlich guten Appetit. So schaut unser Käse geschnitten aus, auf einem Toastbrot mit etwas Schnittlauch garniert.